Kolostrum. Kolostrum ist die sogenannte Vormilch. Kolostrum ist die Milch, mit der jedes Säugetier während der ersten 24 Stunden nach der Geburt versorgt wird. Also die Muttermilch der ersten 24 Stunden wird als Kolostrum bezeichnet. Diese Kolostrummilch hat also einen besonders hohen Gehalt von Aminosäuren, Mineralien, Vitaminen und anderes. Manche sagen, dass man auch als Erwachsener Nutzen ziehen kann von Kolostrummilch, aber letztlich jede Art von Milch einer anderen Tierart ist schädlich für die eigene Tierart. Also, wenn ein Mensch Kuhmilch trinkt, ist das nichts Gutes für den Menschen. Ähnlich wie man weiß, dass wenn Katzen Kuhmilch trinken, ist das nicht gut für sie. Und auch wenn der Mensch Kamel- oder Stutenmilch trinkt, ist auch nicht gut. Die Milch ist optimiert für Säuglinge der gleichen Tierart. Milch einer Spezies ist nicht gedacht für eine andere Spezies.